Ja, Winnie Pütz, Viktorianer waren heute geschockt gewesen. Auf der Allmeldung auf der Vereinsseite stand da drin, dass Viktoria Köln vor dem Aus war. Was ist genau passiert? Ja, okay, ich war auf Reisen und habe praktisch die Meldung auch heute erst gelesen und war eigentlich sehr überrascht, dass hier ein ehemaliger, ja, Viktoria, sich bezeichnender Viktoria-Freund, ein... Also nicht nur Freund, er war ja auch Co-Trainer der B-Jugend gewesen, Mannschaftsbetreuer von der ersten Mannschaft. Aber nach Eigenaussage ja ein völlig ein Mensch, der verwachsen ist mit der Viktoria, so wie er sich immer hier schimpfte, irgendwelche juristischen Spielereien ausgräbt, um dem Verein am Ende zu schaden. Man muss also sagen, die Anschuldigungen in Form von Kapitalgesellschaft gegen sich aufhebende Verträge, kein Vorstand, der Verein war führungslos, lässt sich so gar nicht halten. Ich denke mal, im Moment ist es halt eben so, dass wir oder die Vereinsführung abwartet, bis der Rechtsanwalt am Dienstag aus dem Urlaub zurück ist, dann wird ein Gespräch geführt und am Ende sieht es so aus, aus meiner Erfahrung heraus, wenn der Verein einen Verfahrensfehler gemacht hat innerhalb bei der Jahreshauptversammlung oder auch innerhalb der Gründung der Gesellschaften, dann wird das Amtsgericht dem Verein erlauben, das zu korrigieren. Das ist eigentlich die juristische Reihenfolge im Vereinswesen. In dem Schreiben von der Vereinsseite stand drin, dass unser Großsponsor seinen Rücktritt angekündigt hat. Was kann man dazu sagen? Ja, ich würde einfach sagen, wenn ich Großsponsor bin und muss mich mit so einem Thema auseinandersetzen, wo ja halt die juristische Geschichte erstmal gar nicht besprochen werden konnte, dann würde ich erstmal genauso reagieren. Was drin stand, natürlich auch die Annullierung des Vorstandes. Wir haben jetzt wichtige Termine mit der Rheinenergie sowie auch mit den Sportstätten GmbH. Können die so weitergeführt werden wie bisher? Ja, ich denke mal, dass ja die entscheidenden Personen jetzt nächste Woche, Anfang nächste Woche zusammenkommen. Und ich hoffe, dass dann eine Aufklärung kommt, vor allen Dingen von juristischer Seite. Und dass man das dem Herrn Dabrowski übermitteln kann und dass man dann halt wieder in normale Bahnen zurückkehrt. Was ändert sich zurzeit beim Spielbetrieb oder beim Spielbetrieb? Ich habe da nicht reingehört. Ich denke nur, dass ich hatte nur gehört, dass hier auch die Vereinsführung die Spieler über die Situation aufgeklärt hat. Ich hielt es für zu verfrüht. Ich hätte mit den Spielern und mit das ganze Thema noch flach gehalten, bevor ich jetzt eine juristische Auskunft darüber habe. Alles klar, danke fürs Gespräch. Okay.